Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Last of Us. Ja, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut ihr euch auf jeden Fall vorher an. Da gab es eine schöne Rückblende mit Joel und Ellie. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus, glaube ich. Ah, weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Aber wir schauen mal weiter, wo wir jetzt überhaupt... Warte mal, können wir eigentlich... Karte? Gibt es sowas wie eine Karte? Nö. Gut. Gibt keine Karte. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hin muss. Ja, dann laufen wir da erstmal hier in der Runde. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Gut. Also hier haben wir schon mal nichts. Das heißt, da hinten geht es wahrscheinlich weiter, wo wir gerade waren. Das sieht ziemlich aus wie so ein, ja. Route 5. Nach da. Ja. Achso, ja genau. Also da, wo wir gerade lang gelaufen sind, da müssen wir eigentlich wieder hin. Wir wollen aber erstmal, ganz kurz, hier nochmal was erkunden. Ob eventuell hier noch was liegt, weil wir wieder hier wunderbar übersehen. Aber wie es aussieht, hier wird es hier hinten nichts. Aber wir gucken trotzdem nochmal. Jede Ecke durch. Ob es hier wirklich nichts gibt. Hier gibt es anscheinend wirklich nichts. Gut, dann auf zu dem Vorposten da. Gut, jetzt sind wir hier angekommen. Na bitte. Genau. Und Hospital Access, Quarantine Area. Okay. Lass uns mal hier ins Häusle gucken. Der Häusle sagt erstmal nichts. Genau. Achtung, Krankenhauszufahrt, Quarantänebereich. Ja, dann. Lass uns mal schauen. Okay. Ein bisschen eingerostet, ist ja ganz schön. Ist ja ein bisschen eingerostet. Oh, hier können wir hier durch. Nice. Gibt's hier noch was Feines? Also muss ja einen Grund geben, warum wir hier durch können. Oder, ja. Die Entwickler haben sich gedacht, ja, wir machen mal hier so einen Durchgang. Mal gucken, welche Spinner hier alle so weit reinrennen. Und ich zähle dazu. Alter. Du kannst aufs Dach klettern. Achso, muss ich das sogar vielleicht? Ist das zufällig gewollt? Weil da liegt was. Oder gehen wir auch erstmal hin? Weil da was liegt. Oh, Sprengstoff, Sprengstoff, Teile, 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 Sprengstoff, Teile, alles dabei. Alles meins. Gut. Gehen wir mal hier rüber. Hier kann ich bestimmt rüber springen. Oder auch nicht. Achso, hier kann ich bestimmt auch hochklettern, ne? Na gut. Dann springen wir jetzt mal wieder hier runter. Hier durch. Ja. Und wir nehmen uns vorsichtshalber mal den Bogen. Und werden uns kurz Munition. Oh, Munition aufbessern. Und wir werden mal noch ein paar Springsätze bauen. Da sehe ich mich. Was mal hier bösen. Bösen, bösen, bösen. Ja, hier scheint es aber keine Auffälligkeiten zu geben. Da gibt es auf jeden Fall noch mal ein bisschen Loot-Stuff. Hier gibt es noch eine Flasche. Loot, Loot, Loot. Flasche, Flasche, Flasche. So, in der letzten Folge, muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich ein bisschen gefrustet am Ende. Und ja, hat man mir, glaube ich, auch in der Aufnahme so ein bisschen angesehen oder angemerkt, dass ja, meine Frust ein bisschen tief saß. Und mein Spiel sich deswegen, oder mein, ja, mein Spiel nicht, sondern mein Gameplay, das hat sich dahingehend ein bisschen geäußert. Gut, schauen wir uns aber erstmal die Sammelkarte an. So, Sammelkarte. Randy Styles. Echter Name Randall Styles. Intelligenz 100, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit keine. Styles war früher Dr. I. Uckmanns Forschungskollege und arbeitete nächtelang an der Entwicklung neuer Technologien zur Verbesserung der Menschheit, bis er eines Tages einfach verschwand.
Monate später tauchte Styles Berichten zufolge an verschiedenen Orten in aller Welt auf. Ein kurzes Erscheinen in Mexiko, eine Stippvisite in Japan, eine Materialisierung in australischem Outback. Bei jeder Erscheinung hilft er Menschen in Not und verschwindet dann wieder. Manche spekulieren, Styles habe seine Fähigkeit durch einen Unfall mit Dr. Uckmans experimentellem Quantenteleporter erlangt. Er selbst bestreitet dies jedoch vehement. Er ist neutral. Nice. So, hier waren wir jetzt überall. Hier gehen wir nochmal ganz kurz hier in den Zwischenraum, weil hier haben wir nämlich noch was liegen lassen. Dann gehen wir mal hier weiter. Wie ich höre, höre ich erstmal nichts. Wenn ich nichts höre, ist immer ein gutes Zeichen. Keine Wolves und keine, Infizierten oder sowas. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich hätte heute nämlich gerne eine etwas entspanntere Aufnahme. Sehr schön. Würde ich mich echt freuen. Wenn es nicht ganz so hektisch und actionreich wird wie die letzten Folgen. Ja, ganz entspannt heute mal ein bisschen hier rumlaufen. Einfach mal, ein bisschen hier durchgucken, durchlooten. Und entspannt mit euch quatschen. Sehe ich mich. Fortschritt? Mit. Und ja, wir haben übrigens demnächst mal vor, nur damit ihr mal Bescheid wisst, haben wir eventuell vor, im Mai vielleicht einen kleinen Part von unseren Aufnahmen zu streamen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie Bock drauf habt, aber manche Spiele eignen sich eben halt für Streaming ganz gut. Dieses Spiel hier zum Beispiel wäre so prädestiniert dafür, weil das, glaube ich, sich einfacher macht im Stream als bei der Aufnahme selbst an sich. Und mich würde mal ganz klar interessieren, von wegen, ob ihr Bock drauf hättet. Würdet ihr so einen Stream gucken? Würdet ihr da irgendwie Bock drauf haben, mit uns irgendwie ein bisschen zu quatschen? Über die Chatfunktion oder sonstige Geschichten? Wäre ganz cool zu wissen, ob ihr da irgendwie richtig Lust hättet drauf. Für ihre Liebe. Was zur Hölle? Feel her love. Okay, also wir haben jetzt immer wieder hier wieder einen Tagebucheintrag. Wir haben lange auch nicht ins Tagebuch geschaut, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, dann gucken wir noch mal kurz hier rein. Jesse ist hier. Das ist gut. Er kann mir helfen, Dina zu beschützen. Es hat sich gut angefühlt, dass er da war, um sich um die WLFs... Es hat sich gut angefühlt, dass er da war und sich um die WLF gekümmert hat. Vielleicht finden wir diese Leute mit seiner Hilfe schneller. Ich will nichts davon hören, dass wir umkehren sollen. Spür ihre Liebe. Wer zur Hölle sind diese Leute? Warum haben sie das gemacht? Ja. Gute Frage. Haben wir jetzt hier noch eine dritte oder vierte Gruppe? Also wir haben ja jetzt mehrere Gruppen. Ich muss mal für mich einfach mal wieder so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen. Wir haben ja einmal die Wolves. Ja, die irgendwie geil auf sind. Einfach mal so gesagt. Zu den Wolves, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, gehört auch Abby. Abby haben wir ja auch schon gespielt. Dann gibt es noch die... Wie haben die genannt? Die Wolves haben die nämlich... Gibt es irgendwie die Stars? Nee, Stars nicht. Stars ist bei Resident Evil. Nicht Stars, sondern gibt noch so eine andere Fraktion. Irgendwie. Und ja. Da bin ich ein bisschen überfordert. Und gibt es jetzt denn durch diese Spürt ihre Liebe noch eine dritte oder vierte Fraktion? Könnte man ja so ein bisschen überlegen. Tragen. Was kann ich denn hier tragen? Hm. Ah, lol. Ein Seil. Okay, das heißt, das Seil brauche ich wieder für irgendwas, wo ich mich drüber schwingen muss. Aha. Also ich müsste wahrscheinlich auf dieses Vordach darüber. Jetzt ist die große Frage, wie komme ich da hin? Muss ich tatsächlich mich hier rüber hangeln? Kann ich da? Warte mal, kann ich? Jetzt wird es trivial, pass auf. Kann ich diese Scheibe kaputt machen? Das Seil nehmen? Nimm das Seil. Und da drüben rüberschmeißen. Das wäre ja jetzt natürlich richtig awesome, wenn das klappt. Ja. So viel dazu. Bitte nimm nochmal das Seil. Nimm das Seil. Ist ja genauso schlimm wie bei The Evil Within mit diesen scheiß Points, wo ich denn den Kack triggern kann.
Aber ich muss doch wahrscheinlich da das Seil hinpacken, da dann rüber und dann Rage schwingen oder was, oder wie? So Rainbow Six Siege mäßig. Warte mal, können wir hier noch ein Stück weiter vor? So, kann ich das nicht einfach da so? Jawollo! Ist dir mal bewusst, dass das Seil eine Schlaufe hat? Kann ich jetzt das Seil nehmen, um da hoch zu klettern? Ja, das funktioniert schon mal. Also kann ich jetzt mit dem Seil auch schwingen, dass ich da so reinkomme? Nein, ich will schwingen. Ich will nicht runterrutschen. Achso, kann ich jetzt hier so... Okay, das war eine Idee, da so einfach rüber zu springen. Aber anscheinend war das keine richtige Idee, sondern ich muss vielleicht da rüber springen. Nope, das ist es auch nicht. Ja, jetzt wäre es zum Beispiel cool, wenn ich das streamen würde. Einfach mal so für euch zu wissen, weil ich habe jetzt nämlich wieder keinen Schimmer, wie ich schwinge. Also welche Tastenkombination ich dafür drücken muss. Muss ich zum Beispiel hier irgendwie... Nee, das nicht. Muss ich das hier drücken? Nee, das auch nicht. Weil ganz nach oben kann ich mir nicht vorstellen. Geht das nicht? Nein, das ist es auch nicht. Ah. Ah, seht ihr? So, okay. Jetzt könnte ich schwingen. Oh, ja. Ja. Und? Jawohl! Okay, was haben wir hier? Warum bist du in geduckter Haltung? Sind hier irgendwie... Sind hier, Zombies? Ah, nice. Hier gibt es aber erstmal Loot-Stuff. Nö, hier gibt's ja gar keinen. Also... Oh ja, Munition! Munition! Ich liebe Munition! Munition und ich kann wieder Stuff herstellen. Da ist noch ein Brief, den habe ich nicht übersehen. Hier ist noch eine Sammelkarte. Die gucken wir uns erstmal an, die Sammelkarte. Shift. Mhm. Dann lesen wir uns nochmal Shift durch. Shift, echter Name Gale Price. Intelligenz 60, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions. Auf den ersten Blick wird Gale Price wie ein typischer Teenager, inklusive pubertärer Stimmungsschwankungen. Doch bei ihr begründen diese Stimmungsschwankungen die Fähigkeit, die Geschwindigkeit von Materie zu beschleunigen. Wenn sie glücklich ist, leitet sie diese Kraft nach außen, was ihre Verbündeten beschwingt und ihre Gegner aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn sie traurig ist, leitet sie die Kraft nach innen und läuft ihren Gegnern mühelos davon, während sich der Rest der Welt bei ihrem Anblick schlapp und träge vorkommt. Shift ist zwar stark, aber eine unberechenbare Verbündete und anfällig für die gedankliche Manipulation von Motivator. Das ist eine neutrale Heldin. Nice. Das finde ich gut. So, dann haben wir hier noch einen wunderbaren Brief, den wir uns jetzt erstmal durchlesen. Simon! Ich hoffe, dass du diese Nachricht niemals liest. Ich hoffe, ich kann sie zerknüllen und verbrennen, wenn du wieder hier bei uns bist. Du bist jetzt, ich weiß nicht mal, wie viele Stunden vergangen sind, seit du aufgebrochen bist. Ich bin rausgegangen, um nach dir zu suchen. Und diese Kapuzenleute haben mich entdeckt. Sie haben mich angebrüllt und mich eine Sünderin genannt. Dann haben sie auf mich geschossen. Ich bin wieder reingelaufen und habe die Tür verbarrikadiert. Ich höre nur den Regen von draußen, aber ich habe Angst, dass sie noch da sind. Soll ich weglaufen? Soll ich hier bleiben? Ich bin wie gelähmt. Es tut mir leid, dass ich so krank geworden bin. Es tut mir leid, dass ich dich allein zum Krankenhaus gehen ließ. Es tut mir leid, dass ich mich nicht versteckt gehalten habe, wie du es gesagt hast. Wenn mir irgendwas passiert, sollst du wissen, wie sehr ich dich liebe. Bitte komm zurück. Ich habe solche Angst. Paige. Ja, gut, Paige. Dadurch, dass wir den Brief jetzt gefunden haben, gehe ich mal von aus, dass das alles nicht glimpflich lief. Leider. Das ist schade. Und das ist nicht schön. So, wir werden uns jetzt nochmal kurz einen Schalldämpfer nicht machen. Wir werden uns aber auf jeden Fall ein Medikit noch zubereiten. Einfach vorsichtshalber. Weil Medikit ist echt... Das brauchst du. Also ohne Medikit würde der ganze Spaß nicht funktionieren. Ich hätte es ja auch noch anders nutzen können, sehe ich gerade. Na, dann fahren wir mal hier runter. Nun habt ihr mal nicht so. Und das hätten wir. Und das hätten wir, so sieht's aus. So.
Dann gehen wir mal hier in die nächsten Häuser rein. Bis jetzt, wie gesagt, finde ich das, die Folge für heute echt entspannt. Ja. Und ich habe da drinnen was gehört, was mich ein bisschen aufschrecken lässt. Hm. Geh ich jetzt da rein, oder? Oh, das hört sich irgendwie Klicker. Warte mal, wir können ja mal was vorbereiten. Wir können ja mal was vorbereiten. Wir können ja mal quasi hier... Wo packe ich das jetzt am dümmsten hin? Ich pack das jetzt mal... Warte mal, ich habe ja drei Bomben, ne? Ich packe mal eine hier vor die Tür. So, jetzt Surprise, Surprise. Eine packe ich hier vorne hin. Ja, Surprise, Surprise Nummer 2. Und hier werden wir mal kurz die Waffe wechseln und werden auf das wunderbare Gewehr umsnibeln. Und werden uns jetzt den Spaß machen. Den Klicker da drinnen anzulocken. Traut euch! Na, wo bist du? Hallo, 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 my friend. Der hat gesessen. Oder? Also, er sieht zumindest danach aus. Verdammte Scheiße. Naja, das Problem war jetzt bei den Bomben, die lagen zu nah aneinander. Das war blöd. Das war net clever. Was haben wir hier gefunden? Eine WLF-Liste Zielperson? What? Dann lesen wir uns erstmal durch. Woods, hier die Liste der Deserteure. Jiu Sang, André Dominguez, Chris Marsh, Adam Peters. Wir wissen, dass unter den Vorräten, meine Güte, mein Lesen ist heute mal wieder klasse. Wir wissen, dass unter den Vorräten, die sie gestohlen haben, Waffen sind. Sei vorsichtig. Wir möchten sie zwar lieber lebendig schnappen, aber sie riskiert. Aber riskiert nicht euer Leben. Ihr habt meine Erlaubnis, sie beim kleinsten Anzeichen von Gewalt zu erledigen. Wenn sie hier weg wollten, hätten wir uns etwas überlegen können. Aber desertieren in Kombination mit Klauen können wir nicht tolerieren. Wir müssen ein Exempel statuieren. Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell. Viel Glück, Isaac. Stimmt, von Isaac haben wir lange nichts gehört und auch lange nichts gelesen. Das ist richtig. Das ist richtig. So, wir haben jetzt hier nochmal ein paar Jungs und Mädels. Ja. Das sieht aber erstmal... Achso, hier hätte ich auch aufmachen können. Aha. Gut. Hier hätten wir aufmachen können. Jetzt habe ich natürlich zwei Bomben verballert. Für nothing. Also, nothing nicht, aber für, ja... zu wenig bei rumgekommen, muss man mal dazu sagen. Ne? Also die Bomben waren ja extra so platziert gewesen, dass der mehrere auseinander nimmt, aber jetzt hat er natürlich... Ja gut, er hat jetzt auch mehrere auseinandergenommen, also müssen ja da auch mal easy bleiben. Jetzt können sich aber hier hinten natürlich noch ein paar Leutchen verstecken. Aber wir looten erstmal und looten und... Oh, Pillen. Pillen, 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 Pillen. Wir brauchen die Pillen. Oh, hier ist noch mehr. Ich hier für Stuff sehe. Nice. Da haben wir doch wieder genug Material. Jetzt ist die große Frage, wie gesagt, ob wir hier auch noch weitere Überraschung finden. Aber sieht erstmal nicht so aus. Also so kann ich mir wirklich eine entspannte Folge vorstellen. So wie ich es mir gewünscht habe. Finde ich cool. Cool, 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 cool. So. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich auch wieder ein bisschen was geloadet. Geloadet. Okay. Ja, okay. Hier liegen wieder ein paar Sachen rum. Nice, nice, nice. Ja, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter gucken. Und schauen mal, was jetzt hier noch so rumkommt. Ob wir hier noch... Oh, hier haben wir noch einen LKW. Das ist noch ein weiteres Gebäude.
Im Endeffekt gibt es wieder Sprengstoffi. So, dann gucken wir mal, was können wir denn jetzt noch alles herstellen. Also, wir werden auf jeden Fall das hier herstellen. Wir werden nochmal eine Bämmchen herstellen. Sehr gut. Und auch das haben wir hergestellt. Sehr gut. So, hier geht es wahrscheinlich auch wieder rein. Richtig. Verweigert. Oh. Hier könnten wir jetzt nach unten reingehen. Ich glaube aber, dass wir hier rein uns das Ganze aufsparen für die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet heute bei unserer kleinen Mini-Loot-Folge ein bisschen Spaß. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, einen Comment. Sagt uns auf jeden Fall, ob ihr da irgendwie Bock habt, drauf habt, wenn wir mal solche Sachen streamen würden. Wie gesagt, wir werden so einen Test mal durchführen. Und ja, lasst ein Abo da, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!